Es erhöht doch, also gerade weil ich schon gesehen habe, wie manche rumfahren mit ihren Autos, ist es doch sinnvoll meines Erachtens, dass es sowas gibt. Weil das ist schon, kann schon gefährdend sein. Gerade wenn man so Reportagen sieht, so, wo sie LKWs aus Polen oder so kontrollieren, ist es doch schon gut, dass es sowas gibt in Deutschland. Und ja. Und genauso, dass die sich dann rummeckern, die ihre Autos so tiefer legen und was weiß ich, und dann sich fragen, warum sie nicht durchkommen und so. Wo dann was weiß ich, weil die Bodenfreiheit über 80 Zentimeter, unter 8, nee, wie war das? 80 Zentimeter muss die Bodenfreiheit sein, mindestens. Beim Tieferlegen. Und da kommen ja manche nicht durch. Müssen dann ihr Gewindefahrwerk höher schrauben oder so ein Scheiß. Hier ist irgendwo der Enderman. Bitte schubst mich nicht in die Lava. Punkt.de. Ja, verstehe ich gar nicht. Warum? Man kann doch eh nicht schnell fahren auf Deutschlands Straßen. Da brauche ich doch auch nicht ein tiefer gelegtes, getuntes Auto. Aber naja, jeder wie er will. Wenn es einem gefällt, sich den Rücken mit einer harten Federung kaputt zu machen. Why not? Mein Ding ist es nicht. Ich habe dann lieber eine bessere Anlage im Auto. Muss ja auch nicht sein. Aber ja. Wobei, in dem Auto habe ich eigentlich noch gar nichts gebastelt. Das hatte ich früher immer, hatte ich eigentlich immer, ja, Verstärker und was weiß ich alles im Auto drin. War halt so mein Steckenpferd, sag ich mal. Ja, heute ist es auch nicht mehr so. Ich habe jetzt auch nur das Originalradio drin. Und ich glaube, das reicht schon, was ich jetzt habe an Obsidian erstmal. Jetzt habe ich mich so verspatzt hier mit dem Autos und Tunen und Gedöns. Ja, da war ich mal auf der Car und Sound in Sinsheim, wenn es einem oder dem einen oder anderen was sagt. Ist aber auch schon wieder viele, viele Jahre her. Das war auch recht nett. Wie heißen sie? DB Trackster. Also die, wo wirklich auf Dezibel gehen. Wo halt richtig heftig, heftig laut sind. Da habe ich auch einen gesehen, da war dann ein Mädel, ein Junges, war dann an der Fensterscheibe gestanden. Und dann hat er das Ding aufgedreht. Und die Haare von der sind echt ganz übel rumgeflogen. Und ich stand ungefähr 15 Meter weit entfernt von dem Auto. Und mir hat es immer noch die Brust eingedrückt, so übel. Das war schon, also so ein Flattern auf der Lunge war das. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Und ja, also es war schon faszinierend, aber das ist dann auch schon wieder zu heftig. Hauptsache, es klingt gut. Und ja. Ja, im Moment habe ich halt noch die Originalanlage. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal was reinbastel. Ist ein neues Auto, da möchte ich eigentlich gar nichts so richtig rumverbasteln. An Bassrolle rein oder irgend sowas. Muss nicht sein. Ist man ja auch irgendwann mal aus dem Alter draußen so, denke ich mal. Also das ist irgendwie ganz normal, dass man irgendwann, dass das einem halt nicht mehr zusagt sozusagen. Hui, mir ist gerade. Ich habe vorhin gemeint, ich müsste auf Bananenmilch ein bisschen auf Ex trinken. War eine ganz super Spitzenklasse Idee. Die hat sich gerade ein bisschen gemeldet. Hä? Wo geht's denn hier schon wieder ab? Wo ist denn hier schon wieder Poolparty? Ohne mich. Ach, das war ja beim letzten Mal auch schon. Hier oben könnte es dann sein. Aber ja, ich habe jetzt Obsidian. Ich will jetzt erstmal mein Enchantment Table bauen.
So, hier hoch, hier, da, dort. Wo ist denn die Spinne? Der war jetzt aber auch ganz schön laut. Ach, draußen ist schon wieder dunkel. Okay. Na toll. Eine wertvolle Diamantspitzhacke dabei. Hunger haben wir auch. Da draußen wimmelt es wahrscheinlich nur so von Creepern. Sollen wir es mal wagen? Das hat sich jetzt aber... da läuft schon der Creeper vorbei. Ich hätte mir vielleicht ein Bett mitnehmen sollen oder sowas. Da ist ein Zombie. Ach, der kommt gleich mal her. Komm mal her. Ja, aufkommen. Hauen wir dir auf die Nase. Der Grinsemann. Ja, da guckst du, gell? Sollen wir es mal wagen? Rausrennen. Gleich mal einen Creeper wahrscheinlich in die Arme rennen. Oder so irgendwas Doofes. Wie ich sasse. Au, 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 au. Drei Stück gleich. Ich hab doch einen Arsch offen. Renn doch mal, du blöder Hund. Ah, hi. Hi, Andy. Und da ist schon... Au. Alter, was da wieder los war. Ach, da hinten haben wir ja auch noch ein Loch irgendwo im Boden. Da hier. Das ist ja von dem Creeper gerissen worden. So, gucken, dass hier nichts spawnt. Weil ich habe hier in der Mitte immer so ein bisschen Angst, dass da zu wenig Licht ist. Und hier ist eigentlich auch noch ein bisschen gefährlich. Weil hier kann, glaube ich, auch was spawnen. Schlafen wir erstmal eine Runde. Dann können wir uns ein bisschen raustrauen und mit dem Enderman uns anlegen, wenn er noch da ist. Ach, guck mal da. Da brennen sie alle vor sich hin. Komm her. Ja, nicht abhauen, herkommen. Ist jetzt zu hell oder was? Hallo? Wo ist er jetzt? Feigling. Ich will doch nur an deine Perlen. Lasst mich das nochmal, let me rephrase that. Ich möchte doch nur an deine kostbaren Enderperlen. Au, au, au. Oh, wo kommst du denn her? Hallo? Es ist hellichter Tag, du darfst mich gar nicht mehr angreifen. Mich wundert es ja immer noch, wie dieses Schwein hier rüberkommt. Komm, Spinne, dich machen wir auch noch kalt. Fertig, komm, auf. Voll in den Arsch. Oh, komm. Nehmen wir auch noch mit. Noch jemand? Bei meinem Glück wahrscheinlich nur noch Creeper. Ach, da ist ja noch eine. Wo kommst du denn her? Euch auch noch? Kommt ihr zwei. Mit eurer Gay-Pool-Party hier. Au. Au. Au, au, au. Ah. Jetzt komm, mach doch mal hier. So. Jetzt ist aber Ruhe hier. Und schon sind wir auf Level 15. Das ist doch auch schön. Haben wir gleich ein bisschen Grundlage für den Enchantment Table. Dann nehmen wir halt die Knochen und so auch noch mit. Ja, das Schwein. Was machen wir mit dem Schwein? Was soll man mit dir machen? Das ist doch bestimmt irgendwie darüber geglitscht oder so. Oder ein Enderman hat's geschnappt.
umarmt und rüber gebeamt oder so. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles brauche. Also ich glaube ja auf jeden Fall brauche... Miau, miau. Hier noch irgendwo Viecher, die hier nicht sein sollen. Bücher brauchen wir. Hier könnte ich auch mal Lilienblätter drüber machen, aber... Ja, könnte. So. Miau. Warte mal, legen wir erstmal das Gedöns hier ab. Hoppala, das wollte ich eigentlich nicht. Das kann mal da unten rein, dann das kann mal hier rein. Das kann hier rein. Und das kann hier rein. Oh, ein Pfeil. Na, Nina, na. Ah ja. Ach, ich bin gerade schon wieder am Hängen gewesen. So, schauen wir mal. So, wie war das? Das war irgendwie so... Blätter. Und dann war das irgendwie so... Bücher. Und dann war das irgendwie so, dass ich Diamanten brauche. Na. Nee, Quatsch. Da hab ich sie rein. Ich glaube, da braucht man zwei Diamanten. So, wie war das jetzt? Irgendwie so. So. Voilà. So. Nee, so. So. Easy. Oh, ein Verzauberer. Errungenschaft Verzauberer. Warte mal, ich habe hier eben gerade noch irgendwo genau... Oh, 64. Kann man mal... Ich habe hier Kohle, dann mache ich auch gleich mal... Kann ja so ein bisschen vor sich hinkokeln, während ich das... Ah. Mal diese Spaltereien hier. Und dann machen wir die gerade mal. Oh, machen wir sie da hinten. Da. Machen wir sie da hin. So, 8 Kohle, 64. Iron Ore. So, jetzt den Enchantment Table. Wo bauen wir den denn hin? Ach so, ich habe ja noch. Ich brauche Bücherregale. Sonst komme ich ja gar nicht an die hochwertigen Sprüche sozusagen ran. Oder ich mache das so mal zu meiner Verzauberkathedrale. Ja, heute ist aber schlimm, wieder mal mit dem Versprechen. Wenn ich hier... Nee, wo mache ich den hin? Habe ich mir eigentlich noch Bücher gemacht? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Bücher. Sieht nicht so aus, als hätte ich mir schon mal welche gemacht. Ich habe mir zwar hier ein paar... Zuckerrohr schon mal geerntet gehabt. Holz muss ich ja auch noch hacken. Und ein Ei sammeln. Die kann ich eigentlich mal kurz weglegen. Die hier, die brauche ich jetzt gerade mal nicht, damit ich die auch nicht aus Versehen benutze. Hm.